So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal zu einem neuen Video zu meiner Panasonic Wärmepumpe. Und zwar reden wir über den letzten, in dem Fall auch über meinen ersten Winter mit der Panasonic. Ja, das ist, ich packe euch ans Ende vom Video die Statistik am Computer mit der Auswertung von allen Zahlen. Aber anfangen möchte ich, indem ich einfach mal den Selbermachern ein bisschen Mut zuspreche. Ja, ich mache ja deshalb für euch die Videos, damit einfach mehr Leute sich trauen, selber eine Wärmepumpe einzubauen. Ich muss jetzt niemanden mehr überzeugen, eine Wärmepumpe haben zu wollen. Dafür schaut euch andere Videos an. Aber wenn ihr der Meinung seid, eine Wärmepumpe könnte was für euch sein, dann macht es einfach, ja? Also, hier die Panasonic habe ich letztes Jahr für 3.600 Euro gekauft. Und das ist halt das J-Modell, die 5kW-Variante. Natürlich, dieses Jahr würde ich jedem dazu raten, kauft euch von Panasonic die L-Serie, sofern der Aufstellungsort für euch möglich ist. Ja, die J-Serie hier hinter mir läuft ja noch mit R32. Da ist das Kältemittel nicht so brennbar wie bei der L-Serie, wo R290 drin ist, was man auch einfach Propan nennen könnte. Und deshalb gibt es bei den Propangeräten ja quasi größere Einschränkungen im Aufstellbereich. Also da schaut einfach mal in die Bedienungsanleitung. Aber ganz grob ist halt, Propan ist ja schwerer als Luft und ihr wollt quasi nicht, dass wenn die Pumpe mal leck geht, dass das Propan zum Beispiel in euren Keller kommt. Deshalb zum Beispiel, bei mir ist ja jetzt hinter der Wärmepumpe der Keller abgegangen. Also hier wäre eine Propanpumpe suboptimal, wenn man davon ausgehen würde, dass es, wenn es unten aus der Pumpe dann rausfällt, dann auch sicher einiges davon in den Kellerabgang fällt und da dann durch die Kellertür in den Keller kommt. So, aber wenn der Ausstellungsort ganz normal draußen ist und es kein Fenster in der Nähe gibt und kein Lichtschacht oder ihr könnt den Lichtschacht zumachen, dann holt euch die L. Und ja, ich meine, der Preis macht die Musik. Ja? Die Panasonic, das ist, also übrigens, hallo Panasonic, ne? Wenn ich Werbung für euch machen soll, dann schreibt mich einfach mal an. Aktuell mache ich hier noch ganz umsonst Werbung, weil ich bin einfach von dem Produkt überzeugt. Preis-Leistung, ja, traumhaft. 3.600 Euro für die Pumpe. Es gibt natürlich auch andere Hersteller. Und ganz klar gibt es eine Menge China-Hersteller, auch von deutschen Importeuren, die da auch noch toll ihren Namen draufschreiben, aber im Endeffekt sind das Geräte komplett made in China. Davon würde ich euch nur abraten. Panasonic macht so Wärmepumpen schon sehr lange. Es gibt eine große Community, es gibt einfach viel Wissen und in der Optimierung der Wärmepumpe, der Einstellungen, seid ihr mit der Panasonic und den Diagnosemöglichkeiten einfach am besten aufgehoben. Und es ist so, ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, da ist auch sicher ein bisschen unnötiger Aktionismus in der Panasonic Community, noch das letzte Bit an Performance rauszukitzeln. Aber es ist halt anders als bei einer Gasheizung. Ja? Ihr müsst eure Wärmepumpe auf jeden Fall im ersten Winter kontinuierlich monitoren, um die optimale Einstellung zu finden. Und das geht bei der Panasonic dank Heshamon, einem Community-Produkt, mit dem man quasi ja an alle internen Messwerte kommt, am besten. Die Wolf ist auch nicht schlecht, aber die Wolf, könnte man sogar sagen, ist wertiger. Ja, schaut euch Videos an von der Wolf-Wärmepumpe, die ist wirklich wertiger und made in Europe. Aber
sie kostet das Zweifache. Ach, das langt ja nicht. Also wie gesagt, 3600 für das 5 kW-Modell. Kann man jetzt so nicht mit der passenden 7 kW-Volt vergleichen. Aber die wird halt irgendwo mit mehr als dem Doppelten aufgerufen. Ja, da muss ich natürlich aus dem Schnitt nochmal reingrätschen. Ich habe euch jetzt hier mal am 19.05. tagesaktuell die Preise aus den Shops, die ich so kenne, rausgesucht. Und so schlimm teuer ist die Wolf ja gar nicht mehr. Ne? Ihr seht, oben links im Self.io Shop gibt es die Wolf immerhin für knappe 7.000 € und wenn wir sie dann mit der Panasonic L hier jetzt halt von RJ Tech vergleichen, dann liegt die ja doch bei 4.900. Das ist das Freche, dass Panasonic seine Preise ordentlich erhöht hat. Aber wenn man es mit der 7 kW J vergleicht, dann sind wir bei 3.500. Also da ist die Wolf wirklich trotzdem noch doppelt so teuer. Und das ist einfach nur unverschämt von Wolf. Also, die ist nicht mehr wert. Die ist ein bisschen wertiger, definitiv. Die kostet 200 € mehr in der Herstellung, ja. Aber wird fürs Doppelte, mehr als das Doppelte von Wolf verkauft. Und die Diagnose bei der Wolf ist, ich will nicht sagen scheiße, aber es gibt halt keinen Hirschhammon. Du kommst nicht an alle internen Werte automatisch und kannst sie mitloggen. Daher ein ganz klarer Daumen runter für die Wolf, einfach weil sie zu teuer ist. Und alles andere an China-Dreck, ja, man muss es einfach mal sagen, davon würde ich euch abraten. Und bei der Panasonic, ja, es gibt noch immer die J, es gibt die L. Und zum selber machen, ich meine, da muss man auch gar nicht mehr drüber nachdenken, ob man noch eine Förderung beantragen soll und sich den Stress gibt, eine Förderung zu beantragen. Ich habe für meine die noch beantragt, aber also ich habe nur den ersten Antrag ausgefüllt und damals war es ja noch so, man musste es melden und dann musste man kaufen und bla und am Schluss alles einreichen. Das habe ich bis heute nicht gemacht und das werde ich nicht machen, weil mir der Aufwand, Nutzen, das lohnt nicht. Also ich müsste ja jetzt noch einen hydraulischen Abgleich machen lassen, berechnen lassen, von dem Heizungsinstallateur bestätigen lassen, dass hier das alles nach gutem Recht ist. Und da würde ich 1.000 € für ausgeben, um irgendwie 1.500 € zu kriegen und eine Menge Zeit investieren. Daher, wenn es so günstig ist, wir brauchen keine Förderung. Wir machen es selber. Natürlich, die Pumpe ist das eine mit den Anschaffungskosten der Pumpe. Man darf nicht unterschätzen, was man noch auch einfach an Kupferrohren vielleicht braucht, ja? Ich habe bei mir hier ja, das sind so grob, was waren das, irgendwie 12 Meter an Strecke. Kupferrohr kostet Geld, Fittinge kosten Geld, Absperrhähne, Filter. Ja. Am Schluss kommt schon schnell nochmal ein paar 1.000 € dazu für sowas. Aber wenn man es halt vergleicht mit den Angeboten aus der Heizungsindustrie und also es ist ja, es ist wirklich ein Witz, wenn ein Heizungsinstallateur 30.000 € aufruft. Das ist einfach eine unverschämte Frechheit. Daher macht selber. Auch wenn ein Heizungsinstallateur kommt, wenn ihr euch nicht mit der Materie auseinandersetzt, der Heizungsinstallateur wird euch die Pumpe nicht optimal auf euer Haus einstellen. Erst recht, wenn ihr so wie ich, wenn ihr einen Altbau habt mit Heizkörpern, da rennt der Heizungsinstallateur ja weg. Oder, also es ist leider so, die Branche ist ja, wir haben es verschlafen, die Energiewende. Daher nochmal meine aufmunternden Worte. Macht selber. Oder findet einen Freund, der euch hilft. Ja. Schaut euch meine alten Videos an. Ich hatte eine alte Gasheizung. Gasheizung raus. Wärmepumpe anschließen. So einfach ist es. Es sind ein paar Rohre. Wenn ihr es mit den Rohren nicht könnt. Aber trotzdem, ihr müsst natürlich irgendwie heimwerklich begabt sein, ja? Wenn ihr heimwerklich nicht begabt seid, dann, ja, seid ihr einem Heizungsinstallateur ausgeliefert. Aber wer ein bisschen heimwerklich begabt ist, der findet ganz sicher auch Hilfe, um zum Beispiel die Verrohrung halt von jemandem löten, quetschen zu lassen, der es kann. Gut, also, dann mal so viel hier als langer Monolog in der Einleitung. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Details
Und dann gehen wir in die Auswertung vom ersten Winter. Ja, hier jetzt nur noch mal aus der Nähe betrachtet. Ich hatte ein schönes Kiesfundament gemacht. Leider gar nicht viel tief genug, aber tief genug, dass es diesen Winter okay war. Hier auf der linken Seite läuft das meiste Wasser raus. Da sieht man auch sehr schön, wie jetzt hier schon auf dem, ja, wie nennen wir es hier, auf dem Fundament der Grünspan ist. Und noch viel interessanter, ich hoffe, die Kamera kann das gut einfangen, hier ist richtig was wegerosiert. Von hier ist die Kante noch gut, aber hier, es fehlt voll viel. Das ist die Stelle, an der wo das meiste Wasser im Winter beim Abtauen halt rausgetropft ist und meine Betonierung weggemacht hat. Ja dann, wie gerade eben schon erwähnt, ich habe bei mir die Pumpe ja hier ins Beet gepackt und überbrücke hier den Kellerabgang und gehe hier mit den Rohren einmal quer rüber. Ich habe die Pumpe ja umgebaut, deshalb laufen die Rohre wirklich in die Pumpe rein und die Rohre gehen nicht außen an die Anschlüsse. Das sind Spielereien. Wenn ihr eine ganz normale Pumpe kauft und die normal anschließt, ihr müsst die nicht so extrem umbauen. Es wird trotzdem super funktionieren. Ja, dann machen wir hier einen schönen Knick und dann sind wir hier schon im Keller. Und dann gehen wir mal runter in den Keller und ich zeige euch unten das Chaos. So, hier sind wir im Keller, da sieht man die Tür nach draußen. Hier kommen wir mit den Rohren rein, fahren einfach schön an der Decke entlang, verspringen hier nochmal und dann geht's schon durch die nächste Wand. Und da kommen wir dann in den Heizungskellerraum Chaosraum. Dann nehme ich euch gleich mal so mit. Na, also wir kommen da wieder durch. Das ist ja alles halt noch immer nicht richtig fertig. Und hier ist jetzt der erste Punkt. Hier kommt der Vorlauf. Ich habe hier am Vorlauf Überdruckventil, Füllmöglichkeit. Und hier ist der Kugelhahn mit dem Temperatursensor für meinen Wärmemengenzähler. Und dann, das ist jetzt halt meine Speziallösung, weil ich ja den Hydraulikbereich aus der Pumpe draußen rausgeschmissen habe. Im Endeffekt, wenn ihr die L kauft, dann sind die Komponenten, die ihr hier seht, also hier haben wir den Durchflusssensor, hier haben wir den Heizstab, hier haben wir die Panasonic Umwälzpumpe und jetzt geht es hier nochmal auf meinen Vorlauf weiter. Und dann schauen wir uns den Rücklauf an. Im Rücklauf habe ich hier einen zusätzlichen Magnetitfilter, Absperrhahn, Wärmemengenzähler, Absperrhahn und dann kommt halt der Rücklauf. So, ihr seht hier das Bediendisplay und ihr seht hier meine improvisierte Inneneinheit. Das ist im Endeffekt die Platine, die ich ja aus meiner Außeneinheit ausgebaut habe, damit sie hier im Haus ist. Ja, und dann, ihr seht im Hintergrund noch meinen großen alten, nicht alt, also meinen neuen großen 1000 Liter Pufferspeicher. Ja, das war halt eine Fehlplanung, eine Fehlinvestition. Wenn wir nämlich hier auch die Rohre weiterhin verfolgen, dann wird sehr schnell auffallen, dass wir hier mal, ne, so da unten ankommen und hier sind zwar noch die Anschlüsse vom Pufferspeicher, aber ihr seht zum Beispiel, der Rücklaufhahn ist zu und bei Vorlauf, ihr seht auch hier, das automatische Ventil steht aktuell auch auf zu und in der Konfiguration geht es einfach mit diesen beiden temporären Schläuchen, mit dem oberen geht es hier über eine Umwälzpumpe, die nicht läuft. Dann an dem oberen Punkt auf meinen Vorlauf. So, und das gleiche passiert hier unten mit dem Rücklauf. Der geht jetzt hier auch halt temporär, weil ich den Speicher überbrücke, an dem Punkt da vorne auf meinen Rücklauf.
Und dann ist hier nochmal ein Magnetitfilter und hinter Magnetitfilter geht es auf die alte Heizung. Ja, ja, man kann das ordentlicher machen. Das werde ich auch. Nichtsdestotrotz sollt ihr sehen, wie es den gesamten letzten Winter bei mir funktioniert hat. Ja, ich habe euch ja noch die andere Umwälzpumpe gezeigt. Die ist aufgrund von meinem vorherigen Aufbau einfach an der Stelle noch vorhanden. Die ist halt aus und das Wasser läuft einfach so durch die durch. Hier wird im Sommer richtig Tabula Rasa gemacht. Der Speicher kommt raus und die Verrohrung wird schön und final gemacht. Aber es hat uns den gesamten letzten Winter wunderbar geholfen. Ja, dann, was zeige ich euch noch? Ja, Stromzähler. Ich habe einen Smart Meter von meiner Fronius-Anlage, der ist dediziert für die Wärmepumpe und ich habe halt meinen geeichten Wärmemengenzähler und genau davon zeige ich euch jetzt in der Auswertung die Werte für den letzten Winter. So, dann hier willkommen im Statistikteil für den April 2024 und gleichzeitig auch für die Heizperiode 23/24 mit meiner Panasonic J-Serie. Ja, als Einstieg mal die Erklärung, was habe ich denn für ein Haus? Also 160 Quadratmeter werden hier beheizt, ist Baujahr 1966. Kernsaniert haben wir es 2015, da haben wir das Dach von innen gedämmt mit insgesamt 180 mm. Wir haben alle Fenster erneuert, auch die im Keller auf Dreifachverglasung. Wir haben alle Rollladenkästen ordentlich von innen gedämmt und elektrifiziert. Und wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Mein Haus ist hier der vordere Block und ich zeige euch mal hier noch ein Detail. Ihr seht hier meine Nachbarin, die hat die Glasbausteine. Hier habe ich bei mir die Glasbausteine nicht rausgenommen, weil sonst hier rechts die Wand wahrscheinlich zusammengebrochen wäre, sondern habe einfach noch mein Fenster da vorne gesetzt. Hier wiederum habe ich Glasbausteine weg, die gingen eigentlich bis zum Boden, unten zugemauert und oben zwei Fenster hin. Ja, und vergesse ich immer wieder hier zu sagen, weil ich es hier nicht hingeschrieben habe, wir heizen mit Heizkörpern. Ja, und womit heizen wir? Wir machen die Heizkörper warm mit der Panasonic J-Wärmepumpe und zwar mit dem 5 kW-Modell. Ja, dann springen wir einfach direkt in die Excel-Auswertung aller Werte. So, da haben wir es. Ja, wir seht hier, ich habe quasi alle Werte aufgezeichnet vom Oktober bis jetzt Ende April und habe immer die Monatsauswertung gemacht. Und jetzt sind wir heute im April, letzte Zeile hier unten. Und da interessiert uns im türkisenen Bereich erstmal die Heizung. Ich habe einen Wärmemengenzähler und einen Stromzähler, also die wirklich auch alles zählen. Nicht nur die Angaben, die am Gerät sind, weil da gehen halt nicht alle Verluste mit rein. Und wir sehen, der April war mit Monatsarbeitszahl 4,6. Durchaus okay, wobei, wenn wir es mit dem März vergleichen, Arbeitszahl 5,0, da habe ich mir zuerst gedacht, da stimmt was nicht. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Schauen wir uns die anderen Werte an. Ich habe das Warmwasser inzwischen ja immer rausgerechnet aufgrund der Werte, die ich erfasse. Warmwasser ähnlich viel, ja, 283 Kilowattstunden haben wir gemacht mit 74,7 Kilowattstunden Strom. Gibt dann eine Monatsarbeitszahl alleine fürs Warmwasser von 3,8. Und das steht noch ganz hinten. Wir haben 27 mal das Warmwasser auf 52 Grad gemacht. Und Warmwasser bedeutet bei mir ja, ihr habt es ja vorher im Video gesehen, ich habe diesen 1000 Liter Pufferspeicher, den ich warm mache. Also da mache ich die 1000 Liter auf die 52 Grad, um dann über meine Frischwasserstation das Warmwasser machen zu können. Ja, Nebenwerte sind natürlich noch Vorlauftemperatur für die Heizkörper, waren im März und im April fest auf 33 Grad eingestellt. Meine gemessene Außendurchschnittstemperatur waren im März ja 10 und jetzt im April 13,5.
trotzdem die schlechtere Arbeitszahl. Das müssen wir uns jetzt genau anschauen. Und dafür gehen wir einfach mal auf die MT-Wetter-Homepage und schauen uns jetzt hier für Augsburg an, wie war der Temperaturverlauf im März versus April. Und was hier auffällt, im April, der April war ja super, ne? Also das Ende April war ja schon fast Sommer, hier mit bis zu 25 Grad. Und Anfang April war es auch richtig warm. Das hat halt die Monatsdurchschnittstemperatur, die halt auf MT-Wetter 9,5 Grad ist, unheimlich hochgebracht. Aber was wir im April sehen, was bei mir jetzt die Arbeitszahl schlecht gemacht hat, ist hier so 16. bis 25. April. Da war es richtig kalt und es war nachts richtig kalt und tagsüber auch nicht wirklich warm. Und an den Tagen war die Wärmepumpe halt in einem schlechteren Arbeitspunkt. Und da musste ich richtig heizen. Hier am Ende habe ich gar nicht mehr geheizt. Hier am Anfang habe ich auch nicht geheizt. Also diese Mitte, diese 9 Tage, wenn wir die mit dem März vergleichen, der März war durchgängig hier, Monatsdurchschnittstemperatur 7,4 laut MT-Wetter. Aber im März gab es halt auch richtig minus 2,5 Grad, aber es gab dann halt auch 14,4 tagsüber. Und ich habe im März aus anderen Gründen auch die Wärmepumpe nachts dann halt mal 8 Stunden ausgeschaltet. Das heißt, wo es richtig kalt war, lief die Wärmepumpe gar nicht. Ich werde da zukünftig mal noch die Temperatur aufzeichnen zum Zeitpunkt, also Durchschnittsmonatstemperatur während Wärmepumpe lief. Das ist eigentlich der Wert, den man braucht, um es besser vergleichen zu können. Werde ich definitiv für den nächsten Winter mit reinnehmen. Aber auch wenn man sich das hier nachträglich anschaut, macht das vollkommen Sinn. Durchschnittstemperatur im April war wärmer, ja klar, weil es richtig warm war. Nichtsdestotrotz, für die Wärmepumpe, wenn sie lief, war es kälter. Gut, dann gehen wir gleich mal jetzt in das Resümee für diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate. Sind es wirklich 7 Monate? Ja, 4, ja genau. 7 Monate, in denen wir jetzt mit der Panasonic J unser Haus mit Heizkörper beheizt haben. Und dafür habe ich euch hier unten mal die Gesamtsumme gemacht. Und da ist die gelbe Zeile hier das Interessanteste. Das ist also Heizen mit warmem Wasser. Das waren 15.000 Kilowattstunden Wärme, die die Panasonic ins Haus gepumpt hat. Dafür hat sie 3.814 Kilowattstunden Strom gebraucht. Und damit schrappen wir halt ganz knapp an der Arbeitszahl von 4 vorbei. Ohne warmes Wasser hätten wir 4,01 geschafft. So. Und das super Wichtige für mich, das ist jetzt ja für mich schon der zweite Winter gewesen mit Wärmepumpe. Hier unten sind die Werte für den ersten Winter. Das war ja nicht mit der Panasonic J, sondern mit einer Technible 9 kW Pumpe. Die war aber Baujahr 2009 und da sieht man wirklich den Unterschied. Ja? Also die Technible hat damals vom 1. November bis 30. April, also da fehlt jetzt auch quasi der Oktober noch, den hatte ich damals in der Aufzeichnung nicht mit drin. Die Technibel hat damals halt 9.748 Kilowattstunden Wärme gemacht, aber hat dafür auch schon 3.695 Kilowattstunden Strom gebraucht und ist halt damit auf eine Arbeitszeit von 2,64 abgerutscht. Das ist definitiv mal schlechter, ist noch immer weit weg von diesen Horrorarbeitszahlen von 1,0, von die von irgendwelchen YouTubern, die eine Menge Quatsch erzählen, behauptet werden. Das ist halt eine Wärmepumpe, Baujahr 2009, also Technik von aus den 2000ern, sagen wir mal. Ja. Selbst die hat unser Haus damals warm gekriegt, ein Monat fehlt hier in der Rechnung, daher ist auch hier weniger. Und sie hat auch wirklich weniger Wärme gemacht. Wir mussten damals mit unserer Splitklima, ihr seht ja hier noch, hier ist die Spalte für die Splitklima. Wir haben im Wohnzimmer noch eine Splitklima. Würde ich auch jedem von euch aus der DIY-Szene empfehlen. Wir haben einen Schwedenofen. Das ist also Fallback 1, wenn die Heizung nicht geht. Fallback 2 ist, ich habe eine Splitklima im Wohnzimmer installiert, mit der wir im Endeffekt das gesamte Erdgeschoss heizen könnten. Wir haben über diesen Winter, hier ist die Summe,
und mal, das sind die Kilowattstunden Strom, man kann da leider nur den Strom messen. Und wenn wir es mal ganz grob mit 3 multiplizieren, hat die Splitklima nochmal 500 Kilowattstunden Wärme gemacht. Das ist nicht viel, weil wir hatten sie auch jetzt letzten Winter wirklich nicht viel an. In dem Jahr zuvor mit der Technibel war es so, dass im Dezember, Januar lief die Splitklima eigentlich im Wohnzimmer durch und hat geheizt. Da hat die wahrscheinlich 2000 Kilowattstunden Wärme noch mindestens ins Haus gebracht. So, aber was wollte ich euch sagen? Ja, genau. Also, Fallback-Strategien sind gut. Wenn man DIY macht, kann natürlich was schief gehen. Und man hat natürlich auch keinen Heizungsinstallateur, der schnell um die Ecke kommt. Daher ist die Idee, wenn ihr schon den Ofen habt, dann ist doch schon fast alles gut. Aber eine Splitklima ist nicht verkehrt. Kleiner Nebeneffekt, damit kann man ja sogar noch kühlen im Sommer. Das macht Spaß. Gut, also mein Resümee. Ja, Arbeitszahl fast 4,0 im ersten Winter. Der Winter war nicht toll, also der Winter war nicht wirklich richtig kalt, ne? Das war kein Jahrhundertwinter. Aber ja, Arbeitszahl traumhaft, Panasonic J traumhaft. Ich kann nur jedem empfehlen, überlegt euch selber eine Wärmepumpe einzubauen. Lasst euch nicht, ja, ich sag nichts mehr. Überlegt's euch, es ist wirklich eine schöne Sache. Gut, dann schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ja, abonnieren, liken, gerne kommentieren, auch gerne, wenn ihr DIY gemacht habt, kommentieren, was habt ihr denn ausgegeben? Und ansonsten freue ich mich auch über Spenden via PayPal. Seht in der Videobeschreibung nach. Macht's gut.